Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schau, was ich euch mitgebracht habe. Aus Kobis 1:12-Serie, das neueste Schmuckstückchen. So ist es, die 24337 stimmt aus 1900 Teilen für 120 Euro Liste. Das ist Citroën. Ha! 11CV! Von 1938, ein Fest. Den gucken wir uns mal genau an. Wir haben gerade zusammen live gebaut. Es war ein Spaß. Und er wartet mit allerlei Spannendem auf. Und vielen Prints. Und tolle Lösungen, um gewisse Formen hinzubekommen. Alles sehr spannend. Ich war einmal sehr dusselig. Das werdet ihr gleich noch sehen. Vielleicht repariere ich es irgendwann mal, aber es ist echt, ist es Kobi, ihr wollt es nicht wieder auseinandernehmen. Aber wir gucken mal in Ruhe durch. Oder machen wir es uns gemütlich, guten Start ins Wochenende für euch. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben eine Box. Es ist so eine schöne Kobi-Box. Das heißt, mit hier so einem Ding kann man richtig gescheit öffnen und auch wieder zumachen. Wird nichts komisch gerissen oder sonst irgendwas. Eine wirklich gescheite, schöne Box. Alles mögliche an Infos, 1900 Steine. Tralitrala, 1:12. Die haben da eine Rückseite, vor dem man sich fürchten müsste. Es gibt hier die Maße, hier gibt es aufregende Bilder, hier gibt es ein paar Infos zu dem Modell und eine Weltklasse Heckansicht. Ich freue mich ja sehr, dass es das Modell gibt. Erstmal freue ich mich, es ist ein Vorkriegsauto. Das finde ich schon mal ganz, ganz großartig. Und ich mag diese geschwungenen Formen. Ich finde es sehr schwierig, mit Bausteinen umzusetzen. Genauso wie bei dem Maserati, den ich euch ja auch gezeigt habe, aus der 1:12-Serie. Haben wir natürlich an den Kotflügeln, an den geschwungenen Teilen, hatten wir dort auch diese Spalte hier. Ich hatte keine Ahnung, wie man das füllen sollte. Dieses Set hat keine Kobi-Spezialteile, sondern nur Kobi-normale Teile. Das finde ich klasse. Die sind speziell für die, die Kobi nicht kennen. Aber innerhalb der Kobi-Welt sind das wirklich normale Teile und ich finde es beeindruckend, wie sie dieses Auto geformt haben in dem Maßstab mit den zur Verfügung stehenden Teilen. Das Einzige, was mich ärgert, ist die Kante hier oben. Gucken wir uns gleich nochmal an. Die finde ich ein bisschen schade. Ansonsten kann ich empfehlen, wenn man ein schwarz glänzendes Modell baut, sich nicht unbedingt die Hände vorher einzucremen, damit es in der Kamera gut aussieht. Ich lerne auch nicht dazu. Klugheit kommt nicht mit dem Alter, definitiv nicht. So, erstmal die Maße. Ganz wichtig, 1:12, das steht auch auf der Box, aber dem glauben wir natürlich nicht. Wir müssen das nachmessen. Hightech-Feature sagt, 36,5 cm. In der Breite sind es 15 und in der Höhe so 12,5. Wir haben Anleitungen dabei. Zwei an der Zahl. Ihr kennt es in die klassischen Kobi-Anleitungen. Und wir haben, ach so, selbstverständlich. Kobi stellt in Europa her. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Kobi. Und padprinted. Ich gucke mal auf meinen Kontrollbildschirm, damit ich euch das Richtige zeige. Padprinted. Das heißt, es gibt hier keine billigen Aufkleber oder irgend sowas. Macht Kobi nicht, die drucken gescheit mit einer hohen Qualität. Wir haben 8 verschiedene Bauschritte. Und hier unten sind nochmal die Specials aufgeführt. Das sind Teile, die ähnlich aussehen, aber nicht identisch sind. Und die, die Kobi nicht so gut kennen, sollten immer mal erstmal einen Blick drauf werfen, was es an wichtigen Teilen geben kann. Und auch ich habe während des Baus immer mal geguckt und gesagt, habe ich jetzt das richtige Teil? Ist es das, was hier benutzt werden soll? Und so weiter und so fort. Nur um sicher zu gehen. Kann ich immer wieder empfehlen, Kobi auseinanderzunehmen, ist unschön. Ich musste was auseinandernehmen, das hat sogar ganz gut geklappt, aber komme ich noch zu. Da die Teile von Kobi, auch die Fliesen und so weiter, keinen Groove unten drunter haben. Das ist diese kleine Kante. Die anderen Hersteller haben die. Kobi nicht. Das ist, deswegen gibt es auch keinen Teiletrenner oder so. Das sind Modelle, die man sich in die Vitrine stellt. Das ist kein Spielzeug. Das ist einfach nur Zeug. Deko-Zeug. Und so ist es auch tatsächlich entworfen. Es hat eine Spielfunktion, wenn man so möchte, aber das ist eigentlich irrelevant bei dem Ding. Genau, der Bau war großartig, hat Spaß gemacht an ganz, ganz vielen Stellen. Es ist typisches Kobi, also großartig, aber typisches Kobi, kam jetzt nicht wesentlich Überraschendes dazu. Bis dann am Ende, da war leider unser Livestream schon durch, weil 4 Stunden baue ich da immer nur mit euch und das dauert länger. Also das ist wirklich ein Set, an dem man gemütlich sitzt und bastelt. Wenn ich mit euch quatsche, dauert es hier sowieso noch länger live. Die Kotflügel. Das fand ich sehr spannend, wie das gebastelt worden ist. Wir haben das Dach noch draufgesetzt. Sehr stabil.
Überhaupt kein Problem. Generell ein sehr stabiles Modell. Es sieht nicht so aus, aber es ist wirklich stabil. Wir haben zwei, drei Sachen logischerweise, die ein bisschen mit Vorsicht in der Handhabung zu bedenken sind. Aber ansonsten ist alles wirklich hervorragend. Jetzt gibt es dieses Teil hier. Ich sag mal gleich, was ich verbockt habe, damit ich es nicht vergesse am Ende. Es gibt dieses Teil hier. Das ist der Topf vom Auspuff. Und das ist die Unterseite des Modells. Die ist traumhaft schön. Da vorne ist was Grünes. Komme ich auch noch zu. Die ist nicht symmetrisch, wie ihr seht. Da sind mal, also hier ist der Auspuff und der läuft da. Und ich habe mir gedacht, ja. Hier hinten waren hier an der Stelle, das sind zwei Bricks. Und die haben Noppen. Und es fühlt sich komisch an, die Noppen nach unten rausstehen zu verbauen. Ich habe einen nach unten verbaut, einen nach oben. Und das war der große Fehler. Ich habe sie dann beide rumgedreht nach oben und das war nicht klug. Das hätte ich anders machen sollen. Deswegen mein Tipp wie immer, blättert auch in der Anleitung mal ein bisschen nach vorne und lasst euch inspirieren von dem, was da kommt, damit ihr auch mitdenken könnt, während ihr baut und nicht so einen Blödsinn macht wie ich. Ich konnte zu dem damaligen Zeitpunkt, da war hier hinten das Heck noch nicht fertig gebaut, diese Platte hier unten, das ganze Ding, das ist Kobi-typisch, das ist ein Stein dick, diese Platte. Das sind nicht Plates, wie bei anderen Herstellern, die so gelegt werden und dann wird ein Auto drauf gebaut, sondern man baut eine Wand und dann wird die umgelegt und dann hat man seinen Boden vom Fahrzeug. Das heißt, diese Wand konnte ich wieder auseinandernehmen und den Stein in der Mitte rausholen, drehen und wieder zusammenstecken. Mir ist das Ganze aufgefallen, weil ich aus Versehen zwei Plates statt eines Steins verbaut hatte. Kobi hat ja Steine, die nur zwei Plates in der Höhe haben. Egal, wurscht, ich war doof. Und jetzt fehlen mir ganz am Ende hier die Noppen, um diesen Topf hier dazwischen zu platzieren. Die waren nämlich sinnvoll dort, diese Noppen. Ich habe es nicht geglaubt. Also einfach mal nach hinten blättern in der Anleitung und nicht so doof sein wie ich. Söchen. Also das ist der eine Punkt, das habe ich verbockt, deswegen ist da unten kein Topf. Ansonsten fängt man an und man baut olivgrün los. Das ist ja sehr verdächtig für mich. Und ich hatte mich schon an die Hut erinnert und dachte, die böse Farbseuche lauert. Nein, tut sie nicht. Der Motor ist grün. Und deswegen ist die Umgebung davon grün gehalten. Das passt aber, danach geht es wirklich komplett schwarz weiter mit dann natürlich dem Lederinnenraum. Das ist dann nochmal was anderes. Ansonsten jetzt mal ganz kurz gehen wir mal aufs Äußere ein. Das ist natürlich ein traumhaftes Fahrzeug. Revolutionär damals sowieso gewesen, wurde 20 Jahre ja von den Franzosen gebaut. Der Nachfolger, ich hoffe ja jetzt, wenn wir schon bei dem sind, können wir auch einen Nachfolger bauen, oder? Die Göttin. Wer ja, der Knüller? Mit dem höhenverstellbaren Fahrwerk? Ich wäre sofort dabei. Das wäre richtig scharf. Aber jetzt gucken wir mal. Alles, was ihr seht, sind Prints, selbstverständlich. Auch hier vorne, guck mal. Und ich meine, passen die zusammen, die Prints? Das sind ja alles unterschiedliche Teile. Das sind acht Teile, die diesen Kühlergrill bauen. Und schaut mal, wie das aussieht. Da ist kein Versatz. Unten steht nochmal drauf, was für ein Fahrzeug ihr habt, damit ihr es nicht vergesst. Dann natürlich die schönen netten Lämpchen. Das hier sind auch Prints hier. Und am Heck auch nochmal ein Print. Auch nochmal, damit ihr wisst, was es ist. Und im Innenraum sind auch nochmal zwei Prints fürs Handschuhfach und fürs Kombi-Instrument. Wir haben ein paar Sachen, die wir aufmachen können. Das möchte ich euch natürlich zeigen. Wir können zum einen hier den Kofferraum aufmachen. So ein schöner, wirklicher Raum, wo man da so einen schönen Koffer reinstellt und dann wieder zuklappt. Ich finde, das ist eine hervorragende Angelegenheit. Und dann haben wir selbstverständlich, ihr kennt das Modell, Suicide Doors. Großartig! Ich liebe Suicide Doors. Und die sind wirklich auch großartig gestaltet. Und dann haben wir die Sitze. Die Sitze kann man, die Lehne kann man auch einstellen, so wie man möchte. Ja, das ist kein Problem. Das sind schön gebaute Sitze. Die sind zweimal identisch. Sind auch, kriege ich das jetzt mit meinem dicken Finger hin, man kann sie auch hin und her schieben. Also die sind auch verstellbar, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, könnt ihr alles machen. Ich stelle sie mal ein bisschen nach hinten, dann haben wir ein bisschen mehr, sehen wir ein bisschen mehr. Da seht ihr auch die Pedalerie da unten. Und ich mache das jetzt mal am besten so, kann ich das mal ein bisschen weiter aufmachen. Könnt ihr mal reinschauen, seht ihr auch den Print vom Handschuhfach drüben, zeige ich euch gleich nochmal. Und da ist der vom Instrument. Hervorragend. Drin natürlich alles schön gefliest. Ihr seht, es glänzt auch, wo ich nicht mit meinen batschigen Fettfingern war, kann man auch wirklich sehen, dass es schön ist. Die Fliesen sind einwandfrei. So. Da ist das Handschuhfach. Das nicht zu öffnen, das ist einfach nur eine bedruckte Fliese.
Dachkonstruktion. Da seht ihr auch so eine Funzel oben in der Mitte, bisschen Licht. Hier sind die Sonnenblenden, kann man auch runterklappen, alles natürlich da. Es sind keine Scheiben drin. Also die Türkonstruktionen sind wirklich klasse. Und wir haben wieder den Vorteil, dass Kobi, das sind ja... Achso, ja, gut, man kann es auch zu Liege sitzen, um funktionieren. Habt ihr eigentlich, hab ich da richtig drauf hingewiesen, was da für eine coole Couch hinten drin hängt? Ist auch massiv gebaut. Der ganze Block, Couch bis runter zu den Rädern, ist ein Block. Da habe ich während des Baus, habe ich da hinten einfach das Auto festgehalten. Das ganze Auto, ganze Länge, nur hinten an der Couch, bombenfest. Wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schön gemacht. Wo war ich gerade? Achso, genau, die Türen. Schaut mal. Das sind diese, das sind Baseplates sozusagen. Ja, die, guck mal, wie dünn die sind. Das sind Baseplates, die an die normalen Noppen rangesetzt werden. Und dadurch hat man halt eine schöne, glatte Verkleidung der Tür. Schöne Idee. Und auch die Türen, wie ihr seht, laufen hier in einem Winkel. Ja? Die sind nicht aneinander, sondern die laufen in einem schönen Winkel, um das hier so abzurunden. Der Wagen verjüngt sich ja nach vorne. Also wirklich großartig gelungen. Nicht so gelungen finde ich genau diese Kante hier. Die gefällt mir nicht. Schaut mal, wie schön hier. Nicht, dass ich eine bessere Idee hätte, wie immer, ihr kennt mich, aber ich finde es schade. Die Ecke hier oben, die hätte nicht sein müssen. Das hier hinten ist wieder sehr schön gemacht. Aber dass da oben... Ja, aber wie gesagt, auf höchstem Niveau gejammert. Es macht wirklich auch Spaß, das Ding zu bauen. Das ist wirklich sehr schön. Jetzt haben wir hier vorne die Kotflügel. Großartig. Wirklich, wirklich großartig. In Schwarz natürlich noch ein bisschen besser als bei Maserati in Weiß. Da hat man natürlich diesen Spalt noch viel besser gesehen. So weiß man natürlich, dass er da ist, aber dahinter ist ja auch schwarz. Also wird quasi das Auge füllt es irgendwie auf. Aber trotzdem natürlich seht ihr, dass es so der Fall ist. Ich weiß nicht, ob es cooler wäre, wenn das nochmal geteilt wäre, dass der Spalt kleiner ist, dafür in der Mitte noch einer ist. Ich weiß es nicht. Es ist aber wirklich großartig zu bauen. Und schaut mal, das wird hier unten einfach nur so eingehängt. Also das ist jetzt lose. Und da unten ist so ein kleiner Pin. Und der wird in ein Brick Modified hier gepackt. Und dadurch stabilisiert sich das. Und es stabilisiert sich ernsthaft und stabilisiert sich gut. Danach ist das fest. Genauso hier vorne wird das auch von hier hinten kommt über ein... Seht ihr den Balljoint? Moment, von welchem? Boah, nö. Könnt ihr vergessen. Halt. Ist es schwarz in schwarz in schwarz in schwarz da drin. Da oben, da seht ihr fast gar nichts. Da ist die Lenkung nur, die ihr seht. Hat eine Lenkung, natürlich, gell? Also, hat eine Lenkung. Und die geht auch hier über das Lenkrad drin. Kann man die lenken, ja? Also das passt schon, keine Hand-of-God-Steuerung oder so. Aber ihr könnt natürlich das so einschlagen, damit es cool aussieht. Dieses Element baut ihr diese drei Teile außerhalb. Die sind mit Balljoints miteinander verbunden oder mit Plate Modified. Von hier unten kommt eine Plate Modified, die an einem Balljoint ist, damit ihr den Winkel einstellen könnt, um es zu verhaken. Dann wird das angesetzt und hier unten eingeklappt. Es ist ein Prozess, der irgendwie komisch aussieht, funktioniert tadellos. Mit einem sehr schönen Ergebnis tatsächlich. Genauso auch wie der Kühlergrill wird gebaut und dann einfach an so klassische Plate Modified mit Steelklemmen vorne angesetzt. Und jetzt selbstverständlich, und das ist natürlich eins der Highlights, man kann natürlich die... Ist das sensationell? Und die halten auch überall. Ja? Also die sind nicht irgendwie so labberig oder sowas. Die könnt ihr genau dahin stellen, wo ihr sie haben wollt. Klappt das hoch und habt ihr den Motor. Könnt ihr auch durchgucken, wie sich das gehört. Habt ihr euch auch gemerkt, dass ich ein blaues Shirt angezogen habe, nicht ein schwarzes? Das wäre mir zuzutrauen gewesen. Ich war ziemlich zufrieden mit mir. Es war Zufall, dass ich es blau hatte. Also, und da seht ihr ein paar lustige Käbelchen und so. Alles mögliche, ich muss da Licht reinkriegen. Das sind echt große, die Klappenbeleuchtung von oben ist natürlich dann ein Schatten hier durch. So, und das ist der grüne Motor, von dem ich sprach. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig, auf grün zu verzichten, wenn man mit dem, da startet der Bau mit dem Motor. Und deswegen ist es da, und da seht ihr auch hier noch die Lenkung, die da hochgeht, ja. Dass der kleine Achsstopper dahinter läuft, eine schwarze Achse hoch zum Lenkrad. Es ist jetzt so, das Modell ist nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Würde ich grundsätzlich sagen. Klar, wenn euch jetzt dieses Modell gefällt und ihr sagt, ja, Kobi, boah, die manieren nur so Kriegszeug. Und dann ist das natürlich Mist und dann will man kein Kobi bauen. Dann kommt ihr jetzt aber Maserati, interessiert euch nicht, Trabi interessiert euch nicht. Hier, sensationeller Opel. Manta kommt, sensationell. Und jetzt aber hier sagt er, eben ist es soweit. Das ist es. Herzlichen Glückwunsch, macht's. Ist ein Weltklasse-Set. Aber passt auf, das ist wie gesagt kein Set für den kleinsten gemeinsamen Nenner. Nicht so wie andere. Das hier ist ein Set, bei dem man sich wirklich hinsetzt.
Die Teile, die Anleitung ist wunderbar, da gibt es keine Schwierigkeiten. Aber man setzt sich einfach hin, konzentriert sich auf das Modell. Das ist nicht für Dummies und Einsteiger und Leute, die irgendwie, keine Ahnung, nebenher noch 5000 andere Sachen machen. Man setzt sich hin und genießt den Bau dieses Modells. Ich kann schon nicht unbedingt den Live-Bau mit Chat dabei empfehlen, dann ist man auch ein bisschen abgelenkt. Aber das Ergebnis ist großartig, es sind tolle Details, die kleinen Griffe hier überall, die Kleinigkeiten, die da sind, die machen viel Spaß, Räder sind super, auch hier die Radkappen baut ihr nochmal separat. Es macht einfach wirklich Spaß. Ich finde, der ist unglaublich elegant geraten für ein 1:12 Modell von dem. Ich hatte wenig Hoffnung eigentlich und ich freue mich, es hat wirklich gut geklappt. Ich hätte auch nochmal gern so ein Excalibur oder so. Das wäre auch nochmal so eine Geschichte, da hätte ich Lust drauf. Egal. Ich freue mich über die. Ich mochte das damals beim Caterham auch. Den hat Lego als Ideas wirklich gut umgesetzt damals. Der ist böse teuer geworden. Der Caterham habe ich euch auch gezeigt. Hat er auch nur Prinz. Hat mir sehr gut gefallen. Ich nehme an, dass das Set wird für 100 Euro laufen. Und 1900 Teile in der Qualität, so ein Modell für 100 Euro. Da könnt ihr nichts falsch machen. Das ist wirklich erstklassig. Macht sehr viel Spaß. Macht sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, was Kobi noch alles rausbringt. Und die haben auch noch eine Lernkurve. Die läuft weiter. Die Modelle werden besser. Knüller. Und hier bin ich auch mit dem Preis sehr happy. Deswegen, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ein bisschen interessiert. Zwei, drei Sachen. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige erwähnt. Zumindest alle Prints auf jeden Fall gezeigt. Und alle Funktionen gezeigt. Vor allem das mit der Haube. Das finde ich schön. Und die Türen. Ach, es ist so viel Spaß. So viel Spaß. Ganz wunderbar. Habt nette Leute um euch und eine gute Zeit. Bis bald.